Hallo Freunde der kleinen Bäume. Heute habe ich hier eine Lärche auf meinem Drehteller stehen. Und die Lärche, die habe ich seit ziemlich genau einem Jahr bei mir im Bestand. Die habe ich auch aus dem Kleinanzeigenmarkt bekommen. Und die hat mir eigentlich sofort gefallen, weil die hat mich so an so einen Literaten erinnert. Die war hier oben viel buschiger, also sah schon fast aus wie so ein Hochstämmchen, weil das oben so eine Kugel war. Die habe ich dann letztes Jahr auf dem Workshop, wieder mal ein Workshop in München, ordentlich ausgedünnt und zurückgeschnitten und mit Draht versorgt, die Äste so ein bisschen gestellt. Den Draht, den habe ich jetzt aber über den Winter abgenommen, weil ich glaube, der Peter Chan war das, von Herons Bonsai, hat gesagt, dass man Lärchen am besten nicht mit Draht überwintert, weil wenn das dann zu kalt wird durch diesen Draht, kann dann die ganze Lärche oder zumindest Astpartien absterben und das Risiko wollte ich einfach nicht eingehen. Deswegen habe ich den Draht abgemacht. Jetzt im Frühjahr habe ich den Zeitpunkt verpasst, um den Draht wieder anzulegen. Und jetzt mit den ganzen Austrieben ist mir das dann doch zu heikel, dass ich da irgendwie was abbreche. Von daher hat sie dieses Jahr einfach Glück gehabt. Darf einfach so wachsen, wie es jetzt halt kommt. Und ich werde dann einfach im nächsten Frühjahr frühzeitig den Draht anlegen. Was ich heute vorhabe, ich glaube, das brauche ich keinem mehr großartig erklären, ist einfach diese super langen Triebe hier einfach zurückzunehmen auf irgendwie 2-3 Knospen, Augen und dass das einfach kein Busch wird. Dann hier unten wollte ich so ein bisschen was machen, weil das sieht doch ein bisschen wüst aus. Und was ich vorhabe, das hatte ich letztes Jahr auch schon, ist, dass ich hier oben ein Spanndraht anlege und den ganzen Kerl eigentlich nach hier unten einmal so ein bisschen rüberziehe. Weil die Idee ist, dass das eigentlich nicht so ein gerader Literat nach oben wird, sondern dass der sich so ein bisschen neigen soll. Das hatte ich letztes Jahr auch schon gemacht. Das hat ganz gut geklappt. Und ja, das habe ich vor. Deswegen für euch jetzt, denke ich mal, im Schnelldurchlauf erstmal das Zurückschneiden und dann das Drahten. Ich glaube, da werde ich zwischendurch gar nicht so viel reden. Ihr dürft einfach zuschauen und am Ende sehen wir uns dann wieder. Vielleicht noch so ein, zwei Ideen vorab für die Gestaltung. Wie gesagt, das Bäumchen, das habe ich quasi als Secondhand erworben. Und ja, die Äste, die sind schon ein wenig verzweigt, aber eigentlich nicht so in die Richtung, wie ich mir das vorstellen würde. Die werden ziemlich breit und ziemlich schnell wurden die immer abgeschnitten. Und ich möchte jetzt eigentlich ein paar von diesen langen Trieben noch nutzen, um ja, die Äste so ein bisschen zumindest unten weiter nach außen zu bringen. Das heißt, es muss jetzt gar nicht schon direkt in die Feindverzweigung gehen, sondern ein paar sollen erstmal nach außen. Die nach unten gehen, die kommen weg und so weiter und so fort. Das seht ihr ja dann gleich. Ihr schaut jetzt auf die Frontseite, wobei die Rückseite auch die Frontseite sein kann. Da habe ich mich noch nicht festgelegt, aber ich denke, das kann ich auch in den nächsten Jahren machen. Ich zeige euch das Ganze einfach mal im 360 Grad. Dann bekommt ihr so eine bessere Vorstellung, wie der Kandidat denn aussieht. Und dann würde ich sagen, lege ich jetzt mal los. Thank you.
der Rückschnitt wäre geschafft. Das macht eigentlich immer am meisten Spaß. Das riecht immer so schön und sehr meditativ. Jetzt geht es hier unten auf dem Boden weiter. Denn das sieht alles ziemlich wüst aus. Hier wächst alles Mögliche. Das wird jetzt ein bisschen aufgeräumt. Dann kommt ein bisschen frisches Substrat drauf, damit es wieder schön aussieht. Und ja, vielleicht noch so ein, zwei Deko-Elemente. Und danach werde ich dann den Spanndraht anlegen. Das heißt, ich hole euch jetzt hier unten ein bisschen näher ran. Spanndraht sitzt. Ich habe hier hinten auf der Gegenseite noch einen Gegenzug gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben ziehe, dass ich mir hier unten eigentlich nicht den Baum aus der Schale raushebe, habe ich den hier unten fixiert. Und jetzt werde ich den Spanndraht hier gleich nutzen, um den Baum einfach in diese Richtung zu bringen. Weil die Idee ist, dadurch, dass er hier hinten in der Schale steht, dass er sich eigentlich so ein bisschen über die ganze Schale rüber lehnt. Und ja, werde jetzt einfach mal anfangen, hier vorsichtig zu ziehen. Ich denke, für das erste soll das reichen. Das werde ich jetzt so alle 2 bis 3 Wochen immer noch 2, 3 Umdrehungen erweitern, dass der mir schön hier rüber kommt, auch ein bisschen zu weit hier rüber kommt, denn wenn ich dann Ende des Jahres den Spanndraht wieder wegnehme, dann geht er natürlich auch wieder ein ganzes Stück in die andere Richtung. Und ja, wenn er jetzt vielleicht irgendwann mal ohne Spanndraht so ist wie jetzt, dann wäre es schon optimal. Das wäre es für heute. Ich hoffe, euch gefällt meine Literarchenlerche genauso gut wie mir. Ich gebe euch jetzt nochmal 360 Grad, dann gieße ich hier unten das Ganze noch schön an und hoffe, dass das Moos dann wieder ein bisschen grüner wird. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sebastian.